In diesem Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie die vorhandenen Pedale vom Fahrrad entfernen, damit Sie mit der Montage des Vector beginnen können. Sie benötigen einen Imbusschlüssel oder einen 15 mm Schraubenschlüssel, je nach Pedalen Ihres Fahrrads. Hier brauchen wir einen Imbusschlüssel. Setzen Sie den Imbusschlüssel an, beachten Sie beim Entfernen der Pedale, dass die Gewinde der rechten und linken Pedale jeweils entgegen der normalen Richtung verlaufen. Wenn Sie ein Pedal entfernen, drehen Sie den Schraubenschlüssel stets zum hinteren Teil des Fahrrads, ganz gleich auf welcher Seite Sie sind. Jetzt ist das linke Pedal an der Reihe. Setzen Sie den Imbusschlüssel wieder an und drehen Sie den Schraubenschlüssel zum hinteren Teil des Fahrrads. Reinigen Sie als letztes das Gewinde der Kurbel. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vektorpedalachse und die vorhandenen Kurbeln gut miteinander verbunden sind. Als nächstes wird der Vektor am Fahrrad montiert.